Tag. Tag. Hallo. Hallo, wohin soll es gehen? Subbelrater Straße, Ecke Takoplatz. Ecke Takoplatz, das ja. Ist in Ehrenfeld, ne? Ja. Ja. Okay. Alles klar. Hi. Willkommen im Quiz-Taxi. Super. Oh, das ist ja geil. Ja, schön. Es ist kein normales Taxi, dieses Taxi bezahlt den Fahrgast. Wenn der Fahrgast schlau ist. Oh. Auf der Fahrt werden einige Fragen gestellt, die müssen korrekt beantwortet werden. Ja. Und am Schluss gibt es, mit ein bisschen Glück und Wissen, jede Menge Geld. Das wäre schön. War super. Ja? Bei der dritten falschen Antwort halte ich an. Und Sie müssen das Taxi wieder verlassen. Okay, das wäre schlecht. Ja. Das wäre schlecht, weil dann ja. Gehen Sie auch leer aus. Ja. Alles, was bis dahin gewonnen wurde, ist dann weg. Okay, wagen wir es? Ja. Wir wagen es, ja. Spielen wir Quiz-Taxi? Ja. Ja. Yes, yippie-yay, anschnallen bitte. 3,7 Kilometer bis zum Ziel. Welche Farbe symbolisiert die Hoffnung? Grün. Grün? Grün. Na logisch, 50 Euro. Sehr schön. Du kannst weitergehen. Ja. Ab welchem Alter gilt man in der Bundesrepublik Deutschland als volljährig? 18. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Logisch. 100 ja. Euro. Wie heißen Sie? Holger. Sandra. Thomas. Bei welchem Freizeitsport geht es darum, möglichst alle Neune zu erwischen? Beim Kegeln. Ja, logisch. 150 Euro. Wie lautet der Fachbegriff für Zahnfäule? Karies. Richtig. 200 Euro. Ah. So, Holger und Sandra. Ja. Schauen Sie mal bitte auf die Monitore, die vor Ihren Sitzen sind. Ja. Und passen Sie gut auf. Die Hauptdarsteller von Dallas. Wer spielt J.R. Ewing? Larry Hackman. Larry Hackman. Hey, wunderbar. Yo, 250 Euro. Ah, wunderbar. Sauber. Ab jetzt ist jede weitere Frage 100 Euro wert. 1,9 Kilometer bis zum Ziel. Was versteht der Mediziner unter einer Fraktur? Ja. Ein Bruch. Ein was? Ein Bruch. Ein Knochenbruch. Knochenbruch ist richtig. 350 Euro. Alle Joker noch am Start. Ja, wunderbar. Ja, super. In welchem Jahr fanden in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt? Das weiß ich nicht. Ehrlich nicht? Ja, nein. Okay, das ist Jokerzeit. Ja. Ja, hallo, Stefan Holger hier. Hör mal, wir sind hier in so einem Quiz-Taxi. Wir machen in so einer Sendung spontan mit. Und ich weiß eine Antwort nicht. Und zwar, wann die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden. In welchem Jahr? Weißt du das zufällig? Weißt du auch nicht? Gut, dann bin ich beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin. Danke erstmal. Wir machen hier weiter. Tschüss. Und ich brauche eine Antwort. In 5, 4, 3, 1912. 1. Okay. War falsch, wa? Gar nicht mal so falsch. Ah. Aber doch denn? Falsch. Schade. Ja, schade. 1896. Scheiße. Nicht weit weg. 600 Meter bis zum Ziel. Wie nennt man einen kastrierten Hengst? Ja? Ja. Sag mal, Wallach. Das ist Ihre Antwort? Ja. Haben Sie mit solchen Hengsten zu tun oder woher wissen Sie das? Ich hab's mal gehört, aber... Und hoffe, dass es stimmt. Das hier ist der Takoplatz. Ja. Und Sie haben 450 Euro! Hey. Hey.
super. Glückwunsch, der Wallach ist richtig. Dankeschön. Sehr super. Gut. Mensch, das freut mich. Danke fürs Quiztaxi spielen. Alles Gute. Und Sie können sich den Gewinn bei mir am Beifahrerfenster abholen. Schön. Ja. Dankeschön. Danke.